Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sons of the Forest. Ich war so frei und habe ein bisschen am Turm herumgebastelt. Nicht viel, aber hilft dabei, dass wir es etwas einfacher haben. Und so gesehen könnte man das Ding auch fast schon so durchgehen lassen, aber eben auch nur fast. Die Ecke blockiert noch die Sicht zur Palisade. 1, 2, maximal 3 Etagen. Dann könnte aber das Dach hier schon drauf. Legen wir mal los. Stämme hin, Wände hochziehen, die Treppe dran. Und ich glaube, ich bringe doch noch ein paar Fenster an. Das hat noch keinen Charakter, wenn ihr versteht. Genug Material haben wir zur Verfügung. Und vielleicht reicht sogar eine weitere aus. Eine weitere Ladung, meine ich. Um das Ganze hier fertigzustellen. Nur 2 Lager bekommen wir noch leer, bevor das Bett wieder ruft. Ist günstig hier mit dem Springen. Das passt. Nicht, dass ich aus Versehen einen Schritt zu viel mache. Da gibt's dann ein Loch im Eis und einen Fleischklumpen, der im Wasser treibt. Hier eine tolle Lichtstimmung. Ach, müsste man eigentlich genießen. Und ich baue hier rum, mühe mich ab. Für sowas muss auch mal Zeit sein. Aber nicht viel. Na kommt, dann hauen wir das Lager hier noch durch. Und dann schlüpfe ich unter die Bettdecke. Wo muss denn hier der Stamm hin? Ach so, nee, kann ich noch gar nicht. Ach, ich wollte die Fackel schon dran klatschen. Aber da muss ich noch warten. Die letzten am heutigen Tage. Die stehen doch alle. Gut. Könnt ihr dahin? Gut jetzt. Ein bisschen Ruhe. Könnte wahre Wunder wirken. Und ein bisschen Flüssigkeit. Na komm. Na, ich einen zweiten großen Schluck noch. Eigentlich müsste der Winter sich auch bald wieder verziehen. Kommt mir schon verdächtig lang vor. Wie sieht's denn eigentlich drüben aus? Ganz okay, wie ich finde. Schade, dass ich es nicht mehr hochwerfen kann.
hätte noch ein bisschen Zeit gespart. Aber da müssen wir jetzt wieder durch. Und sollten wir das Ziel heute nicht erreichen, mache ich das außerhalb der Folgen noch fix fertig. Ich habe ja noch ein oder zwei weitere Projekte im Kopf. Die müssen wir noch durchleiern. Und natürlich müssen wir dann auch irgendwann noch die Story abschließen. Wenn ich jetzt so oben stehen würde. Reicht es immer noch nicht. Oh, sind es doch 3 Etagen. Unschön. Aber was will man machen? Und wie dann die Fenster reinkommen, muss ich mir aber von unten anschauen. Eine Mitte gibt es ja eigentlich nur in der und der Richtung. Bei den 2 Segmenten, da sieht es eher blöd aus. Geht's? Ach, habe ich das gerade richtig vernommen? Ja, die Schmelze setzt ein. Oh, dann kommen sie auch nicht mehr über den See. Die Plattform und das Haus ist wieder sicher. Na, da lag ich aber mit einer weiteren Lieferung doch leicht daneben. Irgendwo oben noch? Nein, da ist alles zu. Friedlich, freundlich, fröhlich. Heute darf es gern einmal so bleiben. Zwei Stück. Rest kommt noch. Sind es 3. Wieso taut das Eis nicht? Na, Sonne, drück mal. Zeig mal Leistung.
gesehen, da fehlen noch Bretter. Wie konnte mir das entgehen? Kleiner Zwischenstopp am Trockengestell. Ich hatte doch hier auch was dran hängen, wenn mich nicht alles täuscht. Genug. An Etage 1 können wir dann gleich einen Haken dran machen. Und das ist auch gut so. Wie gern würde ich dem Kelvin befehlen, da oben weiterzubauen. Könnte genau reichen. Schön, wenn es nach oben wächst. Waren da gerade welche drüben am Ufer? Ja. Muss ich wohl oder übel eingreifen. Sind sie schon drin? Na wie jetzt? Was jetzt? Doch keine Lust mehr. Jetzt bin ich extra wegen euch hierher gekommen. Da lasst ihr mich einfach so stehen. Eine absolute Frechheit. Joa, da sehen wir uns das jetzt mal aus der Ferne an. Ja, doch. Klar könnte man das Ganze noch viel, viel höher ziehen, aber die Proportionen müssen ja auch stimmen. Irgendwie. Und Fenster, genau. Wenn ich jetzt einmal da bin. Auf der zweiten
Ebene anfangen und dann immer im Wechsel. Zu offen, zu offen, ja, versteht. Knoten in der Zunge. Oh ja, da drückt's gerade. Ich muss noch mal. Ja. Zu stark gedrückt. Ein bisschen Privatsphäre. Nicht, dass mich ja noch jemand mit heruntergelassenen Hosen erwischt. So. Gibt's was Neues im Lande? Kommst du mit Virginia klar? Gab Streit in letzter Zeit? Nein? Gut zu hören. So, weiter im Text. Ein kleiner Gang für umsonst. Aber jetzt kann die Treppe dran. Einmal hier noch, einmal da noch, einmal drüben und einmal nach hinten. Für die Bretter. Reicht's aber nicht mehr aus. Zuerst der und dann der. Wenn wir die Fackel schon dran hauen. Ja, so ungefähr da. Ja, können wir nicht. Keine Stöcke am Start. Was ist denn da los? Na, dann kann ich mir den einen auch drüben besorgen. Wir müssen ja jetzt eh Holz schlagen gehen. Und da möchte ich jetzt keine üble Gesellschaft. Oh, Moment. Absprung. Sollte schon längst in die Tonne gekloppt werden, das Ding hier. Komm ich da vielleicht sogar? Ach, leider nicht. Könnte passen. Tut es nicht, oder? Grrr. Grrr. Na, das ist ja mehr als unpraktisch. Schade, da wollte ich das so hinüberschicken. Macht er nicht, obwohl es möglich wäre. Wo ist er hin? Herr Schwindibus. Einfach weg. So ein Dreck. Och Mann. Dann nehmen wir doch ganz einfach diese. Wäre doch die reinste Verschwendung. Jetzt ist aber gut hier.
Umso mehr ich noch finde, umso weniger Bäume müssen leiden. So, und nu? Ist ja gut. Ach komm. Hinfort. Oder wo? Ich muss sowieso hoch. Da liegt ja auch noch was. Na nu? Ich weiß, wieder nur Kleinkram. Wo lagen jetzt die anderen? Oh. Ich dachte, das funktioniert. Falsch gedacht. Ein Stöckchen wollte ich noch. Hatte ich jetzt komplett vergessen. Reicht's doch dafür? Ach, nach ganz unten muss ich. Das war's schon. Oh, noch ein paar Mal hier hoch und runter, links und rechts, und ich kotze euch in die Ecke. Zwei Stück waren's noch. Oder? Na, na. Och, jetzt. Blockier mich noch. Treppen sind durch, Treppenstufen. Gut. Dann der eine Einsame da unten noch. Nehme ich gleich mit. Und dann Bretter für die nächste Etage. Ja, es ist wirklich nur noch ein winzig kleines Stück. Bitte so rum. Das muss oben bleiben. Wie mal wieder alles und jeder auf mich hört. Ein seltenes Ereignis, dass ich
komplett in Ruhe gelassen werde. Ja, da haben wir doch noch eine Verwendung für dich. Ran an die Seilrutsche. Eine Lieferung machen wir jetzt noch zurecht. Das anbringen und fertigstellen übernehme dann aber ich. Da können wir dann direkt in der nächsten Folge das Ganze begutachten und mit dem nächsten kleinen Abschnitt beginnen, der dann vorn bei der Blockhütte wäre. Machen wir die Mauer mal richtig ordentlich, schön und stabil. Das hilft dann auch viel, so glaube ich. Kann ich nicht das hier wegziehen? Na, kann ich nicht. Und wenn ich es von hinten stütze? Ja. Dann klappt es besser mit dem Reinwerfen. Jetzt platziert sie sich genau in der Schusslinie. Wurflinie. Rüber damit, rein damit. Wenn es nicht passt, dann stopfen. Wo ist das? Ja, das war's. War der falsche, aber Wurst. Kann ich den jetzt wieder wegziehen? Nein. Hätte ja sein können. Habe ich hier Besuch? Oh, ich bin echt schon zu lang auf der Insel. Rein in die Lager mit euch. Dass mir hier nichts wegkommt. Und dann gehen wir noch mal zum Abschluss ganz schnell hinüber auf die andere Seite. Was sehen meine Augen denn da? So viel Zerstörung. War da wieder einer dran und ich hab's nicht gemerkt? Ich hatte doch alles mit dem Hammer bereits bearbeitet.
die komplette Seite. Sehr, sehr unfreundlich. Wer auch immer das gewesen ist. Stimmen die Balken? Die Balken stimmen, aber die Fackel fehlt. Und davon auch. Oh, ich renne im Kreis. Natürlich habe ich keine Stöcker dafür. Das ist ein bisschen zu dick. Zum Glück hängt aber alles noch draußen. Da wäre ich jetzt nicht mehr dran gekommen. Oder? Sieht zumindest danach aus. Nein! Da fehlen. Links und rechts. Sehr, sehr ärgerlich. Na komm, den will ich jetzt auch noch haben. Junge, Junge, Junge. Wenn man einmal nicht aufpasst. Ups, passiert's. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, genau. Kurz nochmal ansprechen, wie wir das Ganze dann beim nächsten Mal angehen. Die Palisade kommt komplett weg, oder besser gesagt, wird ausgetauscht. Die runde Form ist ja ganz toll und schön, aber für das, was da noch kommt, unpraktisch. Das muss zum Kasten werden. Und vielleicht... Nee, die Größe reicht von der Fläche aus. Aber versuchen, vielleicht dort runter noch eine kleine Plattform zu zaubern. Ist ja ungefähr alles eben hier drin. Weiß, ihr könnt mir da jetzt nur schwer folgen. Aber da hätte ich gern dann dahinter noch so einen kleinen Wehrgang. Ab und zu mal ein paar Rampen oder Treppen, dass man da hochsteigen kann und dann schön von hinter der Mauer die Gegner mit Pfeilen bespicken. Aber für heute, liebe Leute, soll's das gewesen sein. Mal ruhig, entspannt und ganz ohne Action. Aber muss auch mal sein. Oder wollen wir zum Schluss den da drüben nochmal besuchen? Wie könnte ich ihn denn beglücken? Ein gescheiter Axthieb? Vielleicht zwei, drei Schwünge mit dem Katana? Oder mal ganz was anderes? Hat er mich schon gesehen? Ging ja nicht. Verdammte Axt. Brenne! Ach, ich wollte doch sehen, wie viel Schaden dem das macht. Oh, noch einer?
Zünd dich trotzdem an. Wo lag er denn jetzt? Wo hat sie ihn hingepfeffert? Nach unten. Paar Brandflecken drin, aber noch durchaus brauchbar. Nummer 2. Wie? Ach so. Aber damit wär's das jetzt wirklich. Schluss, aus, vorbei, Schicht im Schacht, Ende im Gelände. Und so sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.